würde gerne jetzt Richtung Kanzleramt gehen und gerne mit dem Film. Kanzler Kiew. Ich kann das auch rausholen. Okay. Ich kann ja einmal rausholen. Mit Stempel bitte, Roman. Mit Stempel, die ich genommen habe. Aber bitte, das sind reinmachen wir, weil hier ein Eingang und Ausgang ist, ja. Okay. Dann gehen wir zur Seite. Vorsicht, Auto. Es wurde gerade gesagt, dass wir ein bisschen warten sollen, bis ein von Post, also der für Post zuständig ist, hier rauskommt und das entgegennimmt. So lange warten wir hier. Die wichtigste Person, ja, im ganzen Abend, die Poststelle. Mit Bestätigung entgegengenommen. Über 27.000 Unterschriften haben wir hier gesammelt. Es sind über 500 Seiten, alles hier gelistet. Und alle diese Menschen aus ganz Deutschland fordern die sofortige Rücktritt der gesamten Bundesregierung wegen Amtsmissbrauch und Hochverrat. Ich glaube, das ist genug. Ja, ja. Also, ich wiederhole das nochmal, und zwar gestern bei der Demonstration am 1. August ist ein Menschen ums Leben gekommen nach Polizeigewalt, und das zeigt nur, in welchem demokratischen Land wir nicht mehr leben. Also es ist kein demokratisches Land, in dem man die Demonstrationen von friedlichen Menschen unterdrückt, verboten lässt und auch die friedlichen Menschen unterdrückt schlägt und so wie gestern vorgekommen ist, ein Mensch sogar zu Tode schlägt. Ende mit der Willkür. Das Land. Sie sind am Dienst. Das ist keine private Leben. Nein, aber Sie sind doch ein Mensch, der dadurch ja, und Sie vertreten doch die deutsche Regierung. Nein, Sie sind am Dienst, das ist keine private, okay? Volksvertreter für den Fakt, Sie sind das Volk. Ja, genau, und Sie auch. Ja, genau. So. Und Sie sind sowieso schon im Livestream. Okay. Können Sie mir. Machen Sie bitte die Handys weg. Danke mal. Können Sie sich vorstellen, Ihren Namen nehmen? Also treten Sie einfach zurück von Ihrem Job, wenn Sie das nicht mal können. Mit WC-Reiniger oder sowas. Ein launischer Beamter, der sich gar nicht ausgewiesen Post, hat. Das ist Mensch, der Post annimmt. Aber ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Posten, und wenn Menschen mit so einer Forderung kommen, dann ist das schon das kleinste Übel, wenn er ein paar Fotos abbekommt. Also das ist das kleinste Übel überhaupt. Ein paar Fotos, oh mein Gott. Was ist denn mit mir? Ich war hier über 2 Monate, stand ich hier vorne. Da wurden Millionen Fotos gemacht von Polizei. Und die wissen alles über mich, alles. Bitte? Ja, dann geht das per Einschreiben an die Bundeskanzlerin. Per Post wird es zugesendet. Nein. Wir bleiben so lange, bis sie das annehmen. Also das ist, da gibt es keine anderen Wege. Das ist ein anderer Aufwand. Das ist wieder Polizeiaktion. Kann man das so machen, übergeben, dann hinter den Zaun stellen, dann ein Foto. Wurde gerade gesagt, nicht filmen. Wir werden drauf. Genau. Ja, das ist abgegeben worden. Deswegen machen wir das.
Können Sie bitte wiederholen? Lassen Sie uns in Ruhe. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Grundsätzlich gibt es für den heutigen Tag Verbot der Versammlung. Sind diverse Versammlungen verboten. Und dementsprechend werden wir jetzt hier erstmal gefahrenabwehrende Maßnahmen durchführen. Der Bus ist wirklich für uns. Habe ich doch gesagt. Ich gehe mal einfach alle weg. Nee, Sie gehen grundsätzlich nicht weg, Sie bleiben hier. Auf welchem Bus? Bundeskanzleramt. Und bitte mit Eile, die Leute versuchen jetzt hier auch langsam die Öffentlichkeit zu verlassen. Die Verbrecher, ne? Warum ist jetzt das? Und was wollen Sie von uns? Wir werden jetzt Ihre Personalien feststellen und werden prüfen, ob wir noch weitere Maßnahmen mit Ihnen durchführen, wie beispielsweise einen Platzverweis für den Bereich. Das klären wir aber noch. Wir haben eine Petition übergeben. Nur weil Sie gehen wollen, heißt es nicht, dass Sie nicht trotzdem einen Platzverweis bekommen. Weil ein Platzverweis, der gilt dann auch für einen längeren Zeitraum. Und dementsprechend, wie lange denn? Das werden wir dann klären. Deswegen, Sie können bitte schon mal, um die Maßnahmen zu beschleunigen, damit wir schneller fertig sind, wäre es schon mal gut, wenn Sie schon mal alle Ihren Personalausweis bitte rausholen. Wir wurden nicht darauf hingewiesen. Und wenn wir keinen Schaden von Ihren Kollegen. Ja, wieso ist es nur ein Bus? Also ich bin daran gewöhnt, dass für drei Frauen werden so 6 Busse. Mach mit mir, ich habe gar nicht bekommen. Ja, Entschuldigung. Naja, ich gucke Sie an. Na, sie hat hier eine totale Sonnenbrille. Bitte. Ich dachte, Sie gucken Sie haben Maske, ich habe Brille. Also jeder hat irgendwelchen Schutz. Also ich von der Sonne eigentlich. Naja, die Haut nicht. Also, ich bin gewöhnt, dass ich mindestens 6 Busse habe. Okay, okay. Die Kamera ist auch nicht. Höflich, unhöflich. Ist es jetzt höflich, dass ich jetzt festgenommen werde? Wie bitte? Meiner hat gesagt, Sie werden festgenommen. Eins, zwei, drei, vier. Nur eine kurze Frage. Wissen Sie, dass Sie gestern einen Menschen umgebracht haben? Wissen Sie das? Oder wissen Sie auch noch nicht? Ein junger Mann ist zum Tode gekommen. Und lassen Sie mich wissen, Sie kennen diesen Mann persönlich. Ja? Dachte ich hier. Und? Ja, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich habe ihn nicht mehr. Ich bin die Information ja immer aus der Stadt. Ja. Das ist immer noch zu wenig. Immer noch zu wenig. Das sieht schlimm aus. Добро пожаловать в Германию. Добро пожаловать в Германию. Давайте честно говорить. Демократия. Демократия. Demos Migratio. Нас окружили. Нам отступать некуда, за нами канцелярия. So, jetzt wird es langweilig. Also wenn es spannender wird, werde ich wieder meine Kamera einschalten. Вот такие вот порядки, друзья. Ты что, хотел нас покинуть? Нет, я хотел с той стороны поснимать. Интересно было, выпустят или нет.
адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Или вы со мной общаетесь? Концерт по заявкам телезрителей. Давай подумаем, что дальше петь. И цирк тоже. Который длится уже полтора года, этот цирк. Ой. Давайте что-нибудь веселенькое, Катя.